Hey Freunde! Willkommen zu einem neuen Video. Ich habe das Mikrofon jetzt anders platziert. Das ist jetzt quasi direkt vor meiner Fresse eigentlich. Aber mit dem Wind... Ach Digga, jetzt hat der Spaß bei Rot. Ja, ich bin heute mit Michel unterwegs. Der hat einen neuen Roller. Haben wir heute abgeholt. Und deswegen ja, fahren wir jetzt eine Runde damit, weil der Roller macht im Moment noch ein paar Probleme. Also seine Aerox, der hat sich eine Aerox geholt. Let's go! Genau, und jetzt fahren wir da unten ein bisschen mit. Ich fahre damit vielleicht gleich auch noch. Und ja, jetzt fahren wir kurz nach Geldern. Okay, hier kommt ein Auto. Ich bin fast hinten reingefahren, Digga. Ich hab vergessen, dass hier eine Ampel ist. Digga, nice! Der Bré ist mir fast hinten reingefahren. Hey! Willst du tauschen? Okay. Das Teil hat halt kein Kühlwasser. Deswegen muss ich ein bisschen aufpassen. Also das Teil hat schon Kühlwasser, aber halt nicht mehr viel. Also kritisch nicht mehr viel. Auf einer Aerox sitzt man viel gerader und angespannt. Der hat richtig Spaß. Alter, nice. Guck mal, das ist auch einfach ein Scooter-Tech-Tacho. Da oben steht Legal Zone, Entering die Illegal Zone und da unten steht Hardcore Zone bei 120. Die Hupe ist auch geil. Aua. Aua. Federbein ist viel zu hart, Digga. Seitenständer ist am Schleifen. Ich lasse das Auto mal kurz vorbei. Der Typ will reinfahren bei dir. Ne? Ich fahre hinterher. Auf einmal schneidet er mich komplett. Ich fahr so, er kommt direkt so. Ich muss übel abbremsen mit Vorderhand. Ach, Bruder, hieß auf. Was? Wenn ich Vollgas gebe, dann habe ich das Gefühl, der reißt. Der Gaszug? Ja. Ja, muss aufpassen. Ja, und immer ein bisschen Gas geben, sonst geht er aus. Nicht schneller als 70 fahren, ne? Der Bré, das rote Auto hier, hat ihn wohl geschnitten. Extrem. Und der musste richtig abbremsen. Es ist viel leiser eigentlich, obwohl mein Roller lauter ist. Keine Ahnung. Und die Bremsen sind viel heftiger, Digga. Doch, die hat schon eigentlich einen ganz stabilen Anzug, also die Aerox, aber meine JetForce geht da glaube ich noch ein bisschen mehr ab. Jetzt fahren wir gerade ungefähr 60, weil der Tacho geht 5 km/h vor. Gucken wir mal, was die Topspeed schafft. 70. So, dann schauen wir mal eben nach Kühlwasser bei dem Roller, weil der verliert ein bisschen. Dann schauen wir kurz einmal nach dem Kühlwasser. Ich glaube echt, dass er ein bisschen heiß läuft. Ja. Lass einfach nach Kühlwasser eben schauen. Oder Hälfte geht daneben. Kommt aber hier schon. Ich mach diesmal. Ja, nicht randvoll, weil sonst wegen dem Druck wahrscheinlich. Ja, wenn wir die jetzt gerade hinstellen, dann tropft es. Ja gut, ist auf jeden Fall jetzt erstmal wieder voll. Gut, weiter geht's. Wir haben kurz Kühlwasser nachgefüllt. I
edge. All my friends are dead. Push me to the edge. All my friends are dead. Push me to the edge. Phantom, that's alright. Inside all white. Let's all day you ride a sled. Down. I just want that head. My brilliant, I'm mad. Her brilliant, her man. No. Everybody got the same sweat. No. What the way that I tread. No. Stacking my bands all the way to the top. All the way to my bed falling. No. Every time that you leave your spot, your girlfriend call me like, come on over. I like the way that she treat me. Gon' leave you, won't leave me. I call it that Casanova. She said I'm insane. Kühlwasser, ey. Arsch! Digga, die ist durchgebrannt! Warte. Die ist irgendwie durchgebrannt oder so. Bruder, da brennt irgendwas durch. Digga, das riecht so verbrannt. Das riecht übel verbrannt. Digga. Die ist durchgebrannt. Was? Hupe? Die Hupe. Hör mal. Die hat aber beim Fahren hat die geklappt. Ich hab gehört. Ja, ich hab durchgängig gehupt und jetzt. Boah, riechst du das? Das Kabel ist durchgebrannt, Digga. Jetzt hör mal. Nase ist ein bisschen zu. Kacke, Digga. Mach mal an. Nein, das bringt nichts. Kacke, Digga. Was für egal, ich liebe meine Hupe, Digga. Oh nein. Fuck. Muss ich von der Speedfight 4 die Hupe einbauen? Kacke, Digga. Egal, LKW. Ja, ein Horn. Scheiße. Digga, meine Hupe ist durchgebrannt. Das stinkt auf jeden Fall extrem. Digga! Was macht er denn? Digga! Hä? Was überholt er da in der Kurve? Der ist so ein Bastard, Digga.
das war's jetzt mit dem Video. Wir sehen uns auf jeden Fall morgen wieder. Ciao.